Obwohl, wie viele Dietriche habe ich eigentlich mittlerweile? Hier habe ich 5. Und hier habe ich noch mal 7. Und für mich, das hier würde ich 4 Dietriche benötigen. Naja, komm. Dietriche 4 benötigt. Dietriche benötigt 4 Gruppen, Dietriche 12, also 4 von 12. Ja, mach mal. Guter Gamberson. Oh, das hat sich ja fast schon gelohnt. Wenn du den anziehst. Erhöht schon mal seine Schadensreduktion um 2. So, was haben wir hier? Hinter. Noch ein Raum. Vielleicht noch ein Lager oder eine Treppe nach oben. Okay. Bier und Essen. Gut, das heißt, wir können wirklich noch da lang gehen. Was ist mit dem Raum da? Der sieht komisch aus. Deswegen nehmen wir mal einfach den Schnelllauf. Die würden uns jetzt hoffentlich nicht angreifen, wenn wir da nochmal reingehen. Ne, den Raum können wir nur von der anderen Seite wohl uns ansehen. Blackhound, schwarze Katze. Also müssen wir einmal außen rumlaufen. Bei dir Tür, da scheinen wir auch nicht aufzukriegen. Doch, kriegen wir. Achso, Mechanik wieder mal. Ne, da laufe ich doch lieber außen rum. Das ist nämlich nur eine Etappe weiter. So, vorsichtig an der Falle vorbei. Gut. Also, was haben wir schon mal hier unten gefunden? Festungswall zur Brücke. Zum unteren Festungswall. Da kommen wir wahrscheinlich wieder nach oben auf den, auf die Mauern. Oh. Vorsichtig. Immer schön vorsichtig gehen. Vor allem, wenn es um Fallen und so geht. Hier sind nämlich Ghule drin. So, den blockieren wir schon mal den Weg. So. Du kannst die da alle mal behindern. Und du bombst einfach mal schön rein. Und gleich nochmal. So. Du schießt. Ich schieße sowieso. Und du auf den verletzten Vorderen. Okay. So kriegen wir die. Ja, die bespucken uns mit Gift und Galle. Oh, so wollte ich das nicht. So, bitte wieder hierher zurück. So. Oh, mein Wolf fällt bald um. Versuchen wir es mal hiermit. Okay, das hat schon mal einen ausgenockt. Und den letzten, bitte. Was bist du? Geschwächt. Oh, nicht so gut. Ein Sarg, mehrere Särge. Was steht hier auf dem Schild? Dalton Slade. Er hat sein zweites Frühstück wohl nicht geschafft. Was ist hier? Die Bissspuren auf diesen Knochen scheinen von der Größe zum Menschen- oder Elfenzehen zu passen. So, kann ich die Falle entschärfen? Du kannst die Falle nicht entschärfen. Möchtest du sie auslösen? Nein. Okay.
Da scheint keine Falle drauf zu sein. Ist da. Wo? Kann ich die da entschärfen wenigstens? Finished. Nein. Okay. Ja. Du benötigst den passenden Schlüssel, um dies zu öffnen. Und hier ist noch ein. Eine Urne, die wir plündern können. Den Sack können wir nicht plündern. Und zu dem Raum, da können wir gar nicht irgendwie. Der da eingezeichnet ist. Na gut, egal. Wo gucken wir uns als erstes um? Hier geht's zur Burgküche und hier geht's zu den zum unteren Festungswall. Sag mal kurz die Quest. Inneren, aber dorthin zu gelangen wird nicht einfach werden. Ich habe mit Ostria gesprochen, einer Beseelerin in dem Verließen der Burg. Sie versprach mit einem mir einen geheimen Weg in Redwicks Gemächer zu zeigen, wenn ich vorher nicht mal den Berat-Hochpriester aus der Welt schaffe. Er lebt im oberen Stockwerk. Ach du meine Güte. Kreuz Kontaktperson ist nicht mal. Das ist jetzt irgendwie schlecht. So, wir gucken mal auf die Festungsmauern oben. Es dürfte ja hoffentlich wieder Nacht sein. Ich hätte mal auf die Uhrzeit gucken sollen. Aber wenn nicht, dann... Oh, oh. Ein Söldnerschwertkämpfer. Was kommt da alles? Der Wachthauptmann, Redrick Wächter, Söldnerschwertkämpfer. Okay. Befehl, ihr haltet mal alle die Füße still. Okay, das ist nicht so gut. Können wir uns zurückziehen? Nein, können wir nicht. Und ich nehme mal nicht an, dass wir uns hier einfach mal so zurückziehen können. Okay, wir können nicht, während wir in einem Kampf sind. Yes. Ja. Ups, den haben wir schnell erledigt. Redrick Wächter, Söldner Schwertkämpfer. Wir sollten nicht noch mehr Leute anlocken. Gut, dann zauber du mal heilige Rüstung. Du, wer ist verletzt? Und alle anderen auf den einen. Alle auf einen. Habe ich Schutzrüstung? Ja, habe ich. Du versuch mal irgendwen zu betäuben. Eigentlich sollte ich mich auf den Wachhauptmann konzentrieren. Sobald ich den ersten Tod habe. Wirklich den Wachhauptmann mit Zaubern und allem wegbashen, was ich habe. Okay. Du. Das. Ja. Du. Da. Ihr zwei wartet. Ja. Du. Das da. Aber
Okay, wo ist der Wachhauptmann? Direkt vor uns. How may I help? Ja. Den definitiv loswerden. Yes. Okay. Du versuchst es mal mit einem Befehl. Und gleich mal mit so einer Aura. Du wirfst den Wachhauptmann um. Du? Das war nicht so gut. Okay. Irgendwie kriegen wir das schon hin. So schwer ist der Kampf nicht. Ich muss nur ein bisschen vorsichtiger sein. Also ihr beide geht etwas weiter vor. What? Du heilige Rüstung. Yes. Du magische Geschosse auf den. Und du wundest den. Okay. Alle auf den Wachhauptmann. What? Du machst schon mal ein abstoßendes Siegel. So. Yes. Du feuerst auf den Wachhauptmann. Ja. Und du auch auf den Wachhauptmann. So, du kannst die mal versuchen zu stoppen. Und du wirfst so eine Betäubungsgranate auf den Wachhauptmann. Du versuchst den Wachhauptmann umzuhauen. Du einen Verletzungspfeil auf ihn. Du nochmal so ein magisches Geschoss auf ihn. So, du vierst mal. Wolf sitzt in der Patsche, das ist nicht so gut. Wachhauptmann ist schon mal tot. Du auf den Rettrichter von meinem Druiden. Okay, Wolf ist ohnmächtig. Ja. Dann schießt du mal auf den da. Yes. Du auf den. What? Du wechselst mal deine Waffe. Und greifst den vor dir an. So. Du machst mal die Heilung. Und alle schießen auf den Bogenschützen. Ja. So. War das jetzt so schwierig? Ein guter Schuppenpanzer? Ja, warum nicht mal zu dir? Sonst irgendwas? Ein Topfhelm. Oh. Und alles andere kann eigentlich hier rein. So. Achso, du trägst ja schon die Rüstung aus dem Heiligen Krieg. Und dir möchte ich nicht unbedingt was Schwereres geben. Dann trägst du halt jetzt das Ding hier. Das macht halt die Erholung etwas niedriger. Und du kannst den aufsetzen. Und dir kann ich den hier geben und kann das wegpacken. So, dann gucken wir noch, was wir hier haben. Den Kriegsbogen und mehr Zeug. So.
Noch mehr Gold. Und einen Bogen. Und ich glaube, ich bin wirklich... Ja, ich bin hier oben wieder. Wenn ich hier langsam vorwärts gehe, kann ich mich hier vielleicht noch mal in Ruhe umschauen.